Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes. Wir sitzen immer noch am ersten Fall fest. Leider. Obwohl es recht interessant ist. I'm not playing another. What am I doing here? Dann müssen wir dort hin. Weil irgendwas stimmt ja gerade nicht. Nein. Okay, da haben wir wieder was. Verzweifelte Eifersucht. Hurtless Verhältnis mit Julia Gregg gibt ihm ein Motiv für den Mord an Peter. Hä? Das Anwesen Woodmans Lee in der Mordnacht gibt auch seine Zuneigung für Julius Carey und die Tatsache zurück, dass er dort als Gärtner gearbeitet hat. Was soll ich das nehmen? Aber was ist, wenn ich das nehme? Oh, blau. Oh, okay. War das hier vielleicht doch bloß ein Glücks? Okay. Oh. Dann müssten wir jetzt das hier nehmen. Nee. Gut, dann waren wir schon soweit richtig hier. So und so. Peter Craven von Lea Hell ermordet. Eifersucht und seine Liebe zu Carys Elfrau ist das Tatmotiv. Gnade für Hurtleys Verstand wurde von seiner Liebe für Judith Perry benebelt. Der Mord geschah aus Leidenschaft und unter emotionalem Stress. Danach wird er sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Liam Hurtley hat Peter Carey ermordet. Für diese Verzweiflungstat muss er sich vor Gericht verantworten und kann keine Gnade erwarten. So. Jetzt ist die Frage. Gnade oder keine Gnade? Er ist verliebt in die Frau. Die Frau ist mit dem Toten verheiratet. Er liebt die Frau. Er ermordet den Mann wegen der Liebe zur Frau. Egal, ob der durch die Leidenschaft, wie es drin steht, geblendet wurde, unter emotionalem Stress stand, er hat gemordet. Mord wurde früher mit der Todesstrafe bestraft. Jetzt kriegst du 10 bis 25 Jahre dafür oder länger. Je nachdem, was es für ein Mord war. Nö, keine Gnade, würde ich sagen. Oh, wow, hä? Okay. Auf jeden Fall braucht er keine Gnade zu erwarten. Weil Mord ist kein Kavaliersdelikt. Leave me alone, please. Hä? Lol. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Ja, eine Walfangkarte und hä? Wieso?
Ich verstehe das nicht. Wir sind dort, wird warmer. Da waren wir allerdings auch schon. Wir gehen nochmal zu Scotland Yard. Nochmal in die Asservatenkammer. Schlussfolgerung C. Ja. Hä? Muss ich jetzt doch mit dem quatschen? Also warten kann man, gibt's nichts Neues. Not saying another word. Mr. Holmes? What am I doing here? Hä? Oh wow! Sag mir das doch einer! How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Ja, natürlich. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Hä? Wie zum Geier? Gerade nicht. Bin ich eigentlich immer noch hier der... Jetzt habe ich einen braunen Anzug an. Wow. You met Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? Nein. Wir haben doch jetzt den Schuldigen, hä? My analysis table. It is you. Boah. Ich, stell doch da mal was Hübsches hin. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Oh, tut mir leid. Wir haben den Täter. Aber wenn wir jetzt hier auf harmloser Flirt gehen, müssten wir das dort da auswählen. So. Aber hä? Ja, mach mal Gnade, meine Güte. Ist ja schade, wenn ich das andere nicht nutzen kann. Wieso geben die mir dann erst zwei Sachen zum Aussuchen? The case is solved. I am now ready to present the guilty party. So tell me, who killed Black Peter? It was Liam Hurtley. That doesn't surprise me. I've never seen a guiltier looking fellow. He was in love with Judith Carey.
It caused a conflict that proved fatal for her husband. I see. Come on now, let us confront him. Liam Hurtley, it was you who killed Black Peter. He learned of your relationship with his wife, and he asked that you meet him to share in a drink. Then began the quarrel. He drew his knife, and in self-defense, you took up the harpoon. Lestrade, please put that in your report. I deny everything. You have no proof. Calm down and thank your stars that Mr. Holmes just saved your neck. The case is resolved, Inspector. I shall return to Baker Street. Very well, Mr. Holmes. Goodbye for now. Gefunden Hinweise 15 Schuss, ja, Gnade für Hurtley. Oh, Hurtley ist nicht der Täter! Egal. Sheriff Helmut, ja, besteht in der. Ja, ist egal. Spieler mit derselben Lösung für den Fall, Spieler mit derselben moralischen Entscheidung. Okay. So, das war's aber mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.